für euch extra früh aufgestanden und haben uns mit internationalen Studierenden auf den Weg nach Hamburg gemacht, um dort etwas zum Thema Entrepreneurship zu lernen. Dort treffen wir einen jungen Gründer, der kürzlich vom Capital Magazin als Top 40 unter 40 ausgezeichnet wurde. Heute besuchen wir unseren Alumnus Dustin Fontaine, was damals für Dustin als Schülerpraktikum begann. Er wollte nämlich immer seine eigene Uhrenmarke machen, ist heute mit Sternglas Realität geworden. Das Alleinstellungsmerkmal Bauhaus-Stil-Uhren, die bezahlbar sind. Dustin, woher kommt deine Leidenschaft für Uhren? Ja, gute Frage. Also es fing an, als ich noch Schüler war. Da habe ich so einen kleinen Schülerjob neben der Schule gemacht bei einem Uhrenhersteller. Und da bin ich auf meine Leidenschaft für Uhren gestoßen und weil mich das total fasziniert hat, diese kleinen Gegenstände, diese Filigranität, und bin da irgendwie hängen geblieben bei den Uhren. Als ich dann studiert habe, ich habe mich nebenher schon als Schüler selbstständig gemacht als Webdesigner, habe ich dann gemerkt, hey, wie wäre es denn, wenn ich meine eigene Uhrenmarke mache? Und habe mir das so in den Kopf gesetzt und das war so mein kleines Ziel, das ich dann 2016 auch erreicht habe. Daher kam die Leidenschaft. I'm very interested about entrepreneurship because I think it is really important for me, for example, to work for the things that I want and not to work only in another company or like to sit in front of a computer doing whatever I don't like. I have a dream of creating my own brand, and that gives me a lot of advice that I can really, I can be at some point successful with the thing that I want to do in my life. We need entrepreneurs if we want to have a good economy and new innovations, but I never want to be an entrepreneur. Even if this meeting was very interesting because I have lots of fears about how to become an entrepreneur, but still I think there are lots of dangers that I don't want to set in. Hat sofort alles gut geklappt? Also es wär gelogen, wenn alles gut direkt geklappt hätte. Nein, es gab natürlich auch viele Fehlschläge. Also erstmal ist das Modell auf jeden Fall sehr gut angenommen worden. Was dann aber ein Problem war, war die Konstruktion des Glases. Da hatte ich so einen kleinen Fehler gemacht und das Glas war falsch konstruiert worden. Das heißt, schon kurz nachdem ich meine ersten produzierten Uhren an den Markt gegeben habe, haben sich viele Kunden gemeldet, dass die Uhren, die Gläser ihnen am Handgelenk gesprungen sind. Ja, das war so mein erster großer Fail. Ich hatte dann natürlich auch ziemliche Sorge, dass das Ganze irgendwie schief gehen könnte. Und habe dann aber eine Lösung gefunden, nämlich das Saphirglas, das heute eins unserer großen Vorteile der Marke ist, dass wir halt dieses kratzresistente Glas haben, weil ich dann gedacht habe, wenn ich jetzt schon quasi Mist gebaut habe mit dem ersten Modell, muss ich meine Kunden auch entschädigen mit einem wirklichen Top-Qualität. Ja, ich glaube halt, Scheitern gehört zum Leben dazu. Wenn wir uns kleine Kinder angucken, kein Kind ist laufend auf die Welt gekommen, sondern erst krabbelt man und dann macht man die ersten Gehversuche und dann fällt man hin und rappelt sich wieder auf. Das ist ein völlig normaler Prozess. Und so ist es auch im Unternehmertum. Kein Mensch ist geborener Unternehmer und kommt so auf die Welt, sondern man muss es auch lernen. Also eigentlich ist Scheitern nichts tun. Das ist eigentlich das wirkliche Scheitern. Wer was ausprobiert, das ist eigentlich, sollte man es nicht als Scheitern betrachten, sondern als Ausprobieren, testen, und das gehört dazu und das ist ganz wichtig. Du hast 2016 ganz alleine angefangen. Wie sieht dein Unternehmen heute aus? Genau, also am Anfang war es ein komplettes Solo-Business, ich alleine. Ich habe natürlich schnell gemerkt, okay, das kriege ich nicht hin, und habe mir halt wirklich gute Leute an Bord geholt. So ist dann wirklich das Team draus geworden und heute sind wir 22 Leute in Hamburg, aber auch hybrid unterwegs. Kommen wir noch mal zu deinem Alltag als Gründer. Du warst ja am Anfang ganz alleine. Heute bist du auch der Chef des ganzen Unternehmens. Inwiefern ist dein Alltag heute anders als an dem Anfang? Jetzt bin ich natürlich Führungskraft und spreche viel mehr. Das heißt, ich spreche viel mehr mit meinem Team, spreche mit meinen Leuten, spreche auch mit meinem Co-Founder, dem Henning. Ein gutes Beispiel sind zum Beispiel unsere Produktdesigns, wo ich halt als Entscheider gefragt bin. Es gibt halt zum Beispiel Designvorschläge und da entscheide ich dann zum Beispiel, ob Design A oder B in Produktion geht. Entrepreneurship is not only found in a business, it's a behavior.
And they should also think that even if they end up at the beginning in another company, they can behave as an entrepreneur, finding ideas, pursuing opportunities, getting resources together, working in teams, network, bringing innovative solutions to pressing problems that also established companies are facing. So entrepreneurship is a behavior, and it's very important that in any field, they practice and they get this training, regardless of your degree or your profession. Warum hast du 2011 das Betriebswirtschaftsstudium an der FH Münster aufgenommen? Ich habe ja vorher schon mein kleines Unternehmen gegründet, als ich 17 war, beziehungsweise als ich 18 war. 17 durfte ich ja noch nicht, weil das nicht in Deutschland nicht geht. Mit 18 dann mein Unternehmen gegründet und habe mich also immer schon für Unternehmertum interessiert. Ich habe dann allerdings erst angefangen, an der WWU Jura zu studieren, habe aber schnell gemerkt, dass das nicht das Richtige für mich ist. Was mich aber wirklich interessiert hatte, war das Steuerrecht, weil ich mich natürlich sehr für Unternehmensrechtsformen und Steuerrecht und weil ich ja selber immer diese Probleme hatte, ich musste meine Steuererklärung machen, wie funktioniert das jetzt? Habe ich gedacht, wie wäre es mit BWL, aber dann habe ich gesagt, okay, dann nicht mehr an der Uni, sondern da, wo ich mehr Praxisbezug bekomme, wo ich mehr Praxiswissen auch mir aneignen kann, weil das hat mich halt viel mehr interessiert als, sage ich mal, die mathematischen Hintergründe hinter Themen. Ich bin auch nicht besonders gut in Mathematik oder habe da nicht so viel Freude dran. Ja, dann bin ich zur FH Münster gekommen und dann habe ich genau das bekommen, also diesen Praxisbezug. Es waren unglaublich viele Fachvorträge von Praktikern, die mir noch bis heute in Erinnerung geblieben sind. Und auch die Professoren, die aus der Wirtschaft kamen, die halt einfach einem wirklich ja, wertvolle Tipps mitgegeben haben. Ja, danke. Was ist dein Lieblingsprodukt und warum? Ja, das ist eine schwere Frage, weil ich finde so viele von unseren Uhren toll. Jetzt gerade trage ich zum Beispiel die Berlin. Das ist eine neue Uhr, die ist sehr so im Vintage-Stil designt. Die Story dahinter ist, dass Hamburg-Berlin war so eine der ersten großen Bahnstrecken in Deutschland. Und die Idee hinter der Uhr ist einfach, diese Bahnstrecke irgendwie zu honorieren. Ja, heute ist das für uns selbstverständlich, wir springen in den Zug. Aber dass das mal eine große Leistung war, dass man in 3 Stunden von Hamburg nach Berlin fahren konnte, das war für die Menschen im 19. Jahrhundert ein absolut mindblowing, wie man heute sagen würde. Ja, so eine Uhr mit so einer Story, das finde ich zum Beispiel total gut, wenn noch eine Geschichte hinter der Uhr ist. Gab es eigentlich einen absoluten persönlichen Highlight-Moment für dich so in der Gründung? Gab es einen besonderen Moment in der Zeit? Ja, auf jeden Fall. Also das erste Produktmuster in der Hand zu haben, war auf jeden Fall wirklich krass. Also ist jetzt ja auch schon fast 7 Jahre her. Aber das war ja natürlich ein Riesen-Highlight, das in der Hand zu haben. Und auch das erste Mal irgendwie signifikanten Umsatz zu machen, zu sehen, dass das Geschäft funktioniert, das war auch ein ja, sehr inspirierender Moment. Dann kommen wir jetzt so ein bisschen zu dem privaten Bereich. So als Entrepreneur ist man ja immer verantwortlich, so vom Gefühl her. Wie gelingt es dir denn, eine gute Work-Life-Balance zu bekommen? Ja, das ist gar nicht so einfach. Also man nimmt die Sachen auch mit nach Hause, ja, wenn man auch schwierige Sachen hat. Und man hat sehr viele schwierige Sachen, um die man sich kümmern muss, Sachen, einem die Kopfschmerzen bereiten. Und man wird es nicht schaffen, die nicht mit nach Hause zu nehmen. Deswegen ist es wichtig, immer wieder Pausen zu machen, auch das Wochenende. Ich habe am Anfang immer noch das Wochenende auch gearbeitet viel. Das habe ich dann irgendwann abgestellt. Und in Hamburg ist es einfach der Hafen, also wenn man an Landungsbrücken steht und die Elfi sieht, aber auch die abends, wenn der Hafen erleuchtet ist und die Kräne. Das ist immer wieder beeindruckend, wenn man dann da durchfährt mit einem Zug oder mit einem Auto. Genau, also es gibt schöne Ecken hier und da. Welche Fähigkeiten setzt du heute im Job ein, die du im Studium gelernt hast? Vor allen Dingen das Wissen, das ich aus dem Studium gezogen habe. Also zum Beispiel sei es jetzt Rechtswissen über, wie man einen Mietvertrag gestaltet, was der Unterschied ist zwischen einem Gewerbemietvertrag und einem privaten Mietvertrag. Das sind nämlich gravierende Unterschiede. Was ist eine GmbH und der Unterschied zum Einzelunternehmen oder zur AG? Was sind die Vor- und Nachteile davon? Wie gründet man die? Das sind alles Sachen, die ich im Studium gelernt habe. Aber auch Management viel, wo ich dann auch einiges zu hatte. Oder auch Volkswirtschaft. Man hat ja Volkswirtschaft 1 und 2. Und natürlich weiß man dann sowas wie jetzt mit der Inflation besser einzuordnen, dass das zum Beispiel natürliche Prozesse sind und dass man nicht durchdreht und sagt, oh Gott, was passiert denn jetzt? Sondern dass es halt Teil der Wirtschaft ist, Teil dieses natürlichen Systems Wirtschaft. Und da kann ich nicht meckern, dass ich da ja, ein grundsolides Verständnis von Betriebswirtschaft habe.
Auch wenn ich nicht alle Sachen selber kann, ich mache natürlich nicht mehr meine Steuererklärung selber, sondern habe dafür natürlich Profis. Wenn du jetzt ein bisschen die jetzige Generation von Studierenden in den Blick nimmst, die sich ja so viel Sorgen machen und immer perfekt sein wollen und vielleicht auch unsicher sind, wo soll der Weg hingehen, welche Tipps hast du für diese Studierenden? Ich kriege ja viele Bewerbungen, auch von Studierenden, auch von Werkstudenten, habe auch schon einige Werkstudenten betreut, bestimmt über 20. Ja, ich glaube, das Wichtige ist, wenn man jetzt zum Beispiel eine Bewerbung schreibt oder sich irgendwie für einen Job interessiert, dass man eine Biografie mitbringt, dass man auch drumherum schaut, dass man vielleicht irgendwo aktiv ist. Es kann auch ein karitativer Zweck sein, aber dass man eben nicht nur studiert, sondern wirklich auch was kennenlernt, wo man dann einen Zugang findet zu einem Thema, das einem Spaß macht. Bei mir waren es zum Beispiel die Uhren und E-Commerce, also Online-Shops. Genau, das wäre so mein Tipp. So from today's session, I take my most important takeaway is to no overthink when you have an idea or you want to do something, and like to believe in yourself.